Ja, ganz herzlichen Dank, meine lieben hessischen Freunde. Unsere gemeinsame Leidenschaft heißt Deutschland, liebe Hessen. Wir sind Patrioten, wir lieben unsere Heimat, unsere Kultur, unsere Werte. Unser Deutschland. Das Deutschland der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Eben Deutschland, aber normal, meine Damen und Herren. Das unterscheidet uns von allen anderen Parteien. Zum Beispiel von der CDU, die Deutschland ausgemerkelt, ja fast abgeschafft hat und jetzt mit Laschet einfach weiter merkelt. Ihre Europolitik, eine Katastrophe für unsere Finanzen. Ihre Migrationspolitik, eine Katastrophe für unsere nationale Identität und Sicherheit. Ihre Corona-Politik, eine Katastrophe für unsere Grundrechte und für unsere Wirtschaft. Und vergessen wir bitte eines nicht. Es war die CDU, die uns diese desaströse Energiewende eingebrockt hat. Es war und ist die CDU, die unseren Wohlstand in Brüssel verscherbelt. Es ist die CDU, die in den ganzen letzten Jahren diesen ganzen kulturmarxistischen Genderblödsinn mitgemacht hat. Es ist die CDU, die es nicht einmal schafft, unsere tapferen Soldaten aus Afghanistan würdig zu Hause zu empfangen. Es ist die CDU, die unsere Grenzen für Millionen von Migranten geöffnet hat. Keine Partei steht so sehr für den Ausverkauf Deutschlands wie die CDU, meine Damen und Herren. Und ausgerechnet die soll uns jetzt vor den Grünen retten. Die CDU ist viel schlimmer, weil unehrlicher. Sie macht grüne Politik im schwarzen Gewand. Angela Merkel ist die beste Kanzlerin, die die Grünen je hatten, meine Damen und Herren. Sie ist der Inbegriff des Unheils für Deutschland. Und Armin Laschet, der sich nicht einmal bei der Trauerrede für die Flutopfer im Griff hat, steht für ein Weiter-so. Und wer hat im Merkel-Deutschland unsere Rechte, unsere Freiheit und unsere Demokratie verteidigt? Die SPD etwa? Mit Plagiatsgefall, Rolex-Schäbli, Pöbelralle oder Antifaisten? Die FDP? Mit Lindner, der auf Merkels Befehl den demokratisch gewählten Ministerpräsidenten von Thüringen zum Rücktritt gezwungen hat? Oder die Grünen, diese ökofaschistischen Verbotspolitiker, die anfangen zu weinen, wenn die Sonne mal drei Tage am Stück scheint, weil sie Angst haben, dass die Erde gleich verbrennt, meine Damen und Herren, die eine Kanzlerkandidatin stellen, die man mit ihrem frisierten Lebenslauf nur als das grüne Pendant zu Pinocchio bezeichnen kann? Nein, meine Damen und Herren. Es war und ist allein die AfD, die sich diesem ganzen politischen Wahnsinn entgegengestemmt hat. Als Spitzenkandidatin bei der letzten Bundestagswahl habe ich euch Hessen versprochen, dass wir diesen verschlafenen Bundestag wieder zum Leben erwecken werden. Und genau das haben wir getan. Endlich wieder Widerspruch, endlich wieder echte Opposition. Mit unseren Reden haben wir für ständiges Quieken im linksgrünen Block gesorgt. Debatten werden endlich wieder angeschaut. Eigentlich müsste Phoenix uns Geld zahlen, anstatt wir an die GEZ, meine Damen und Herren. Und gerade die letzten Wochen haben gezeigt, dass diese Bundesregierung eigentlich völlig überflüssig ist. Wozu braucht man überhaupt noch eine Regierung, wenn diese in Krisenzeiten total versagt? Beispiel Flutkatastrophe. Sie hat Tausende von Existenzen vernichtet, ganze Städte zerstört und über 100 Menschen das Leben gekostet. Und das, obwohl Deutschland 4 Tage zuvor gewarnt war. Ja, Deutschland wurde gewarnt, aber es hat nicht geschafft, seine Bürger zu warnen. Man muss das in dieser Deutlichkeit sagen,
die für dieses katastrophale Krisenmanagement verantwortlichen Politiker haben Menschenleben auf ihrem Gewissen, meine Damen und Herren. Aber welche Folgen hatte es für die Verantwortlichen? Ist auch nur ein einziger Politiker zurückgetreten? Ein einziger? Nein. Anstand? Fehlanzeige. Verantwortungsbewusstsein? Fehlanzeige. Rückgrat? Fehlanzeige. Und noch eklatanter ist das Regierungsversagen beim Truppenabzug auf Afghanistan gewesen. Was sich dort am Kabuler Flughafen in den letzten Tagen abgespielt hat, ist eine Blamage für die westliche Welt. Eine Blamage, die zeigt, dass unsere Regierung über Jahre hinweg die Lage völlig falsch eingeschätzt hat. Heiko Maas twitterte noch vor wenigen Wochen, dass eine selbstbewusste afghanische Zivilgesellschaft den Taliban Paroli bieten werde. Was für ein Hans Wurst von einem Außenminister, meine Damen und Herren. Und die US-Botschaft in Kabul hisste dort noch im Juni die Regenbogenflagge. Gerade Afghanistan zeigt, dass man nicht die ganze Welt mit den eigenen Werten beglücken kann. Wir sind in Afghanistan gescheitert, weil wir anders sind als die Afghanen. Und auch weil die Afghanen anders sind als wir, wird Deutschland scheitern, wenn es jetzt halb Afghanistan aufnimmt, meine Damen und Herren. Das ist logisch und das muss in die Köpfe rein. Man kann eine archaische Gesellschaft wie die afghanische nicht in eine dekadente Gesellschaft westlicher Prägung verwandeln. Das geht einfach nicht. Gendersternchen und Geschlechterdiversität passen nun mal nicht nach Afghanistan. Das kann man bedauern, das kann man begrüßen, das kann einem auch völlig egal sein. Fakt ist aber, dass Afghanistan seine eigenen Regeln des Zusammenlebens hat, die sich über Jahrtausende entwickelt haben und die sich nicht von einem Tag auf den anderen ändern lassen. Dasselbe, meine Damen und Herren, sollte übrigens auch für Deutschland gelten. Denn es ist immer noch unser Land und in unserem Land gelten unsere Regeln, meine Damen und Herren. Deswegen steht für mich fest, es darf keine Masseneinwanderung aus Afghanistan nach Deutschland geben. 2015 darf sich nicht wiederholen. Horst Seehofer warnte allerdings bereits vor 5 Millionen afghanischen Flüchtlingen. Annalena Baerbock möchte am liebsten sofort 50.000 direkt aufnehmen. Einige wollen nur die sogenannten Ortskräfte einreisen lassen. Und hier gibt es tatsächlich wenige hundert Loyale, direkt bei der Bundeswehr Beschäftigte. Diese und ihre Familien sollten wir aufnehmen. Aber wir drohen, die Büchse der Pandora zu öffnen, wenn wir hier eine Regierung, die uns migrationspolitisch seit Jahren, ich sage es einfach mal, verarscht, den Hebel von Ausnahmeregelungen in die Hand zu geben und ihr zu erlauben, zu definieren, was eine Ortskraft ist. Die Ortskraft von heute ist nämlich die Fachkraft von gestern. Und wir alle wissen, was das zu bedeuten hat, meine Damen und Herren. Denn wozu eine Politik führt, die jeden reinlässt, hat man vor wenigen Wochen in Würzburg gesehen. Ein Somalier, der, wenn Deutschland vernünftig regiert würde, gar nicht erst in Deutschland wäre, hat 3 Frauen bestialisch ermordet, weitere Menschen hat er verletzt. Und was haben wir im Nachgang der Tat nicht alles für einen Blödsinn gelesen? Etwa, dass das Motiv des Täters noch nicht klar sei. Da schreit der Verbrecher während seiner Tat Allahu Akbar. Da findet man bei der Durchsuchung seiner Unterkunft islamistisches Propagandamaterial. Da spricht der Typ selbst von seinem Beitrag zum Dschihad. Aber das Motiv ist laut Tagesschau völlig unklar. Man will die Menschen für blöd verkaufen. Und dann wird natürlich behauptet, der Täter sei psychisch krank und deshalb habe er so gehandelt. Ganz ehrlich, wenn so ein Täter in Deutschland eigentlich nichts verloren hat, dann ist mir völlig egal, ob er psychisch krank oder kerngesund ist. Mich interessiert nur, warum er hier ist und vor allem interessiert mich, warum er noch hier ist. Denn eines steht fest, solche Bestien haben in Deutschland nichts verloren. Nicht die,
Nicht die drei Frauen waren zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, sondern der Täter, und das seit 2015, meine Damen und Herren. Aber das ist symptomatisch für die Politik der letzten Jahrzehnte. Wir importieren Konflikte, wir importieren Traditionen, wir importieren Frauenbilder, die sich mit unserer Kultur schlicht nicht in Einklang bringen lassen. Aber die schon länger hier Regierenden sind zu feige, sich das einzugestehen, zu feige, wesentliche Ursachen für die gestiegene Gewalt zu benennen. Multikulti, offene Grenzen, Islamisierung nicht mit uns, meine Damen und Herren. Stoppen wir endlich diese verlogene Multikulti-Romantik. Wir können nicht der ganzen Welt helfen, indem wir das eigene Land zugrunde richten. Es wird Zeit für Remigration. Ansonsten werden wir weiter erleben, wie hierzulande abgestochen wird, wie hierzulande immer mehr Frauen aus Gründen der Ehre, der sogenannten Ehre, ermordet werden, wie Kinder zwangsverheiratet werden, wie immer mehr junge Mädchen genital verstümmelt werden und wie immer mehr Frauen in Frauenhäuser flüchten müssen. Und gerade ich als frauenpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion sage, wir brauchen eine neue Debatte über Frauenrechte. Aber die muss verdammt nochmal ehrlich sein, meine Damen und Herren. Frauenrechte. Frauenrechte zu stärken ist aktuell wichtiger denn je. Aber da geht es halt nicht um Genderwahn oder darum, wie man seine Eltern politisch korrekt benennt. Sondern es geht darum, dass wir Frauen uns in Deutschland des 21. Jahrhunderts überhaupt das Recht zurückerkämpfen müssen, angstfrei und ohne männliche Begleitung auf die Straße gehen zu können. Das ist sie leider, die bittere Realität im angeblich besten Deutschland, das es je gab. Wir müssen endlich die Augen für die wahren Probleme der Frauen und Männer in Deutschland öffnen. Freiheit, Sicherheit, Schutz vor Gewalt. Damit hat man im Deutschland des 21. Jahrhunderts leider genug zu tun, denn all diese Rechte sind in Gefahr. Und deshalb sagen wir ganz klar, Kinder, Zwangs- und Vielehen, Unterdrückung der Frau, Ehrenmorde, nicht mit uns, wir leben immer noch in Deutschland und nicht in Afghanistan. Sexualisierung, Kindesmissbrauch, Täterschutz statt Opferschutz, nicht mit uns. Wir sagen null Toleranz für Kinderschänder, meine Damen und Herren. Frauenquoten, Sprachverhunzung, Gender Mainstreaming, nicht mehr uns. Wir sagen keinen Cent mehr für diesen Irrsinn. Wir wollen keine Parallelgesellschaften, keine No-Go-Areas und keine randalierende Party- und Eventszene. Wir wollen keine Einwanderung in die Sozialsysteme und keine Islamisierung. Wir wollen nicht, dass unsere Bürger diffamiert und verfolgt werden, nur weil sie ihre Meinung frei äußern. Wir wollen nicht, dass eine ganze Wirtschaftszweige einer absurden Corona- und Klimapolitik geopfert werden. Und wir wollen nicht, dass Deutsche zur Minderheit im eigenen Land werden, dass Berlin zu Bagdad wird, meine Damen und Herren. Und hierfür brauchen wir eine restriktive Migrationspolitik auf der einen und auch eine aktivierende Familienpolitik auf der anderen Seite. Die Einbürgerung darf erst der krönende Abschluss einer gelungenen Integration sein. Nur wer unsere Sprache spricht, unsere Werte teilt und unsere Lebensweise bewahrt, soll Deutscher werden können, meine Damen und Herren. Aber wenn das jemand tut, weil er unser Deutschland liebt, dann, Freunde, ist er Teil unserer Schicksalsgemeinschaft. Patrioten wie Imad Karim stehen uns tausendmal näher als linke Deutschlandhasser. Und deshalb müssen wir Migrationsanreize beseitigen, wir müssen unsere Staatsgrenze schützen und natürlich müssen wir diejenigen, die kein Bleiberecht haben oder straffällig geworden sind, konsequent zurückführen. Aber die zweite entscheidende Front, in der die Schlacht um unsere Zukunft geschlagen wird, ist die Familienpolitik. Mut zur Familie, das ist unser Motto. Wir machen Politik für Deutschland, wir machen Politik für Deutsche und deshalb wollen wir Kinder willkommen heißen, Familien entlasten, Senioren wertschätzen, Bürger beschützen. Das ist Politik für das eigene Volk, meine Damen und Herren.
Wir brauchen also eine Familienpolitik, die diesen Namen auch verdient und die junge Menschen ermutigt und es ihnen auch wirtschaftlich möglich macht, sich auf dieses Abenteuer Familie einzulassen. Zum Beispiel durch Ehestartkredite oder die Beschaffung bezahlbaren Wohnraums. Wenn wir wirklich etwas für die Bürger in Deutschland tun wollen, dann müssen wir die Familien entlasten. Das heißt weniger Abgaben, weniger Steuern. Lasst uns endlich das in Frankreich so erfolgreiche Familiensplitting auch in Deutschland einführen und den Kinderfreibetrag anheben. Lasst uns zusätzliche Belastungen wie das EEG und den Rundfunkbeitrag abschaffen. Nehmen wir mit solchen Maßnahmen den Eltern den Druck zur doppelten Berufstätigkeit, zahlen wir ihnen ein Betreuungsgeld, damit sie ihre Kinder in den ersten 3 Jahren selbst betreuen können, wenn sie das möchten. Denn Eltern tun ihren Kindern gut. Stoppen wir es. Die unkontrollierte Einwanderung in unsere Sozialsysteme, damit unsere Kinder überhaupt noch die Chance haben, in einem Sozialstaat leben zu können. Und etablieren wir ein Sozialversicherungs- und Rentenrecht, das die Anerkennung von Erziehungsleistungen angemessen berücksichtigt, zum Beispiel indem pro Kind 20.000 Euro Rentenbeitrag erstattet werden. Stecken wir Gelder in Imagekampagnen für Familien und sorgen dafür, dass Kinder nicht länger als karrierehemmender Ballast dargestellt werden. Denn, liebe Freunde, die bevölkerungspolitische Antwort auf die demografische Katastrophe, auf die wir zusteuern, die darf nicht länger und allein Zuwanderung heißen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Geburtenrate der einheimischen Bevölkerung wieder steigt. Denn unsere primäre Aufgabe ist es, Politik für das eigene Volk zu machen. So, liebe Freunde. Ich komme jetzt ans Ende meiner Redezeit. Es ist Ihnen, glaube ich, deutlich geworden, wo wir stehen. Uns schwebt ein Deutschland vor, in dem sich alle an unsere Regeln halten, in dem es eine Willkommenskultur für Kinder und eine aktivierende Familienpolitik gibt. Ein Deutschland, in dem Frauen keine Angst davor haben müssen, nachts überfallen, vergewaltigt und ermordet zu werden. Ein Deutschland, in dem unsere Kinder nicht mit Frühsexualisierung in Kindergärten und Schulen belästigt werden. Ein Deutschland, das diejenigen abschiebt, die abgeschoben gehören. Ein Deutschland, das diejenigen aufnimmt, die uns voranbringen. Ein Deutschland, das diejenigen entlastet, die hart arbeiten. Ein Deutschland, das sich nicht in unnötige Konflikte mit Russland treiben lässt. Ein Deutschland, das seine heimkehrenden Soldaten ehrt. Ein Deutschland, in dem jeder ohne Angst frei seine Meinung äußern kann. Ein Deutschland, in dem Männer und Frauen, Mädchen und Jungen sich nicht dafür schämen müssen, weiß und deutsch zu sein. Manche nennen das rechtsradikal, ich nenne das normal. Deutschland aber eben normal. Deshalb, liebe Freunde, schließen wir die Reihen, greifen wir an, lasst sie uns weiter jagen als einzige echte Opposition, als Stachel im Fleisch der Altparteien, weil wir Deutschland nicht den Deutschlandhassern überlassen dürfen, weil es ganz einfach ein wunderbares Land ist, das es verdient hat, gerettet zu werden und weil es unsere verdammte Bürgerpflicht ist, es in Wohlstand und Frieden an unsere Kinder und Enkel weiterzugeben. Und für diesen Kampf, für unsere Heimat, für unsere Deutschland, für unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder bitten wir Sie für Ihre Stimmen am 26.09. Vielen Dank.